Hundebegegnung, das Thema schlechthin. In jedem Kurs haben wir es. Wie komme ich an Hunde ran? Heute sage ich mal, was man so ein bisschen verkehrt machen kann. Und lass dir das sein, wird es einfacher. Moin, moin. Jo, warum sind Hundebegegnungen eigentlich so schwierig? Ist doch eigentlich ganz einfach. Nee, ist es nicht. Ist ein Thema in jedem Kurs. Jeder fragt mich irgendwie und hat Probleme mit Hundebegegnungen. Warum ist das so? Die Menschen haben so eine Eigenart. So, wenn sie einen Welpen haben, dann vergessen sie alles so drumherum. Der Welpe ist niedlich, der ist toll, der ist süß. Sind sie ja auch. Aber dann geht man mit dem Welpen zu jedem Hund hin, soll der mal schnüffeln und so. Und der Welpe lernt, ich muss nur ziehen und darf zu jedem Hund hin. Und jeder Hund wird begrüßt und jeder Hund ist toll und jeder Hund ist zum Spielen da. Habe ich es mir für die Zukunft so ein bisschen verbockt. Ja? Dann wird das nämlich weitergehen. Die lernen das ja. Welpen lernen viel und schnell in dem Alter. Auch Blödsinn. Ein anderes Thema ist, wenn ich mich direkt annähere, gerade Annäherung, so auf der Straße, habe ich in dem anderen Video schon erklärt, über Hundebegegnungen. Ja, ist das eine Aggression? Ne? Hunde bewegen sich in einem Halbkreis, sie sind freundlich. Eine gerade Annäherung ohne Ausweichmöglichkeiten an der Leine kann das als Aggression ausgelegt werden vom anderen Hund. Und schön knallt's. Muss nicht sein. Anderes Thema ist Spielen an der Leine. Also ich sehe es auf der Straße auch mal wieder. Ne? Dann stehen die Halter da und die Leinen wickeln sich um Hund, um Halter und um alle drumherum. Und ein schönes Paket ist draus geworden. Und was gibt's? Es gibt nur Ärger, es gibt nur Hauereien. Die mögen das nicht. Der Unterlegene, der Kleinere vielleicht, liegt auch unter dem Größeren. Oder. Die können sich nicht bewegen, die können sich nicht entfernen. Die können keine Wohlfühldistanz einhalten. Sie können dem anderen Hund nicht zeigen, ja, ich will gar nichts von dir, alles gut. Körpersprache können sie nicht ausführen, weil der Mensch an der Leine arbeitet. Ja, ist auch so ein Thema. Womit wir gleich beim nächsten sind. Habe ich auch schon wieder drüber gemacht. Darf der mal Hallo sagen? Oh, nein, darf er nicht. Ich möchte es nicht. Komm, wir können uns unterhalten, aber lass doch die Hunde. Die wollen teilweise überhaupt nicht Hallo sagen. Da gibt es auch schon ein Video drüber. Die Menschen verstehen das nicht. Das ist so ein Thema, was immer wieder kommt. Ihr habt es in den Kommentaren bei den Hundebegegnungen auch schon geschrieben oder in dem anderen Video. Es beschäftigt ganz viele und die Menschen sind einfach teilweise so ignorant geworden, dass sie das nicht interessiert. Ja. Müsst ihr durch. Ruhe bewahren. Dann klappt das auch. Womit wir beim letzten Punkt sind. Die Hunde haben keine Ruhe. Man kann sich doch gemütlich treffen und der Hund liegt unten und der weiß, es passiert jetzt nichts. Ne, der hat gelernt, er legt sich da unten hin und ist ruhig. Und der Mensch unterhält sich und geht seiner Wege. Alles gut. Hunde dürfen doch spielen. Hunde dürfen sich begegnen. Hunde dürfen doch Toben machen und tun. Aber dann, wenn die Zeit dafür ist. Und in der Großstadt ist das halt oftmals auf dem Gehweg an der Leine einfach nicht der Fall. Ja? Denkt mal drüber nach. Bis nächste Woche. Tschüss.